Grüß Gott, liebe Pfaffenhofnerinnen, liebe Pfaffenhofner. Wenngleich die politischen Entscheidungen nicht immer für alle uneingeschränkt nachvollziehbar sind, so ist das Bemühen, doch die Inzidenz nach unten zu drücken und langsam wieder zum normalen Leben zurückzukehren. Hier im Landkreis sind wir gerade bei Inzidenzen um die 150. Es bleibt zu hoffen, dass wir die 150er-Marke demnächst unterschreiten. Und wenn es soweit ist, dann kann man auch wieder mit einem negativen Schnelltest zum Einkaufen gehen. Wenn es dann noch weiter runtergeht auf Richtung 100, dann kann man auch wieder die Außengastronomie nutzen, so die aktuellen Regelungen. Und auf der anderen Seite gibt es die Erkenntnisse, dass für die Verbreitung des Coronavirus eigentlich nur sehr wenige verantwortlich sind. Das heißt, 80% der Infektionen werden gerade einmal von 10% der Infizierten, sogenannten Superspreadern, verteilt. Deswegen heißt es Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung kann man dadurch übernehmen, dass man sich, wenn man sich in eine Kontaktsituation begibt, eben vorher einen Schnelltest macht. Und dafür gibt es mittlerweile in Pfaffenhofen nicht nur bei den Apotheken oder bei den Hausärzten die Möglichkeit. Es gibt auch 3 Schnelltestzentren, die alle von Montag bis Sonntag offen sind und kostenlos von Ihnen genutzt werden können. Hier hinter uns ist jetzt das Schnelltestzentrum am Volkfestplatz. Hier gibt es nicht nur die Möglichkeit, sich ganz normal einen Abstrich nehmen zu lassen, sondern hier kann man sogar per Drive-In reinfahren und dann weiterfahren und dann im Anschluss per QR-Code checken, wie der Test denn ausgefallen ist. Und das werde ich jetzt mal probieren, weil ich habe nämlich morgen einen Friseurtermin. Schon langsam wird es Zeit und ohne Test gibt es keinen Haarschnitt. Man kann sich jetzt entweder im Vorfeld online anmelden oder man fährt mit dem PKW auf die Teststrecke. Da kommt dann eine nette Dame, dann gibt man den Personalausweis oder die Krankenkassenkarte ab. Die Daten werden aufgenommen, man bekommt nur einen Hinweiszettel und einen Zettel mit dem QR-Code, wo man später das Ergebnis abrufen kann. Anschließend geht es weiter. Ein weiteres Team nimmt dann die Probe vor. Beiden Nasenlöchern, ein paar Sekunden, tut nicht weh, kitzelt allenfalls. Und dann ist man eigentlich auch schon fertig. Rund eine Viertelstunde später sollte das Testergebnis dann vorliegen. Dafür kriegt man einen QR-Code, den scannt man einmal mit dem Handy. Schon kommt das Ergebnis, in dem Fall Gott sei Dank negativ. Das heißt, meinem Friseurbesuch morgen steht nichts entgegen. Sie können sich hier am Volkfestplatz 7 Tage die Woche testen lassen. Das gleiche gilt für das Haus der Begegnung am oberen Hauptplatz und auch für das Testzentrum am Kugelhof in der Bowlingbahn. Die genauen Öffnungszeiten können Sie auf der Webseite der Stadt unter www.pfaffenhofen.de nochmal nachschauen. Und dort finden Sie auch immer die aktuellen Regelungen, die landesweit bezüglich Corona-Maßnahmen gelten. Also an der Stelle übernehmen alle ein Stück weit Verantwortung, sind wir vorsichtig und hoffen, dass sich unser Leben bald möglichst wieder normalisiert. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund, auf Wiederschauen und Servus.